Servus zusammen, mit dem Video schauen wir uns die Makita 186 Säbelsäge an. Die Sägezahllänge von 47 cm ist vorne relativ schön gummiert, hinten ein bisschen weniger. Das verstehe ich eben nicht bei den meisten Herstellern. Wieso gummiert man hinten nicht, da wo so viele Vibrationen ankommen? Ist aber wurscht, muss man akzeptieren. Sehr schön verarbeitet, optisch sehr schön. Ich finde die wirklich gut von der Haptik, von der Optik. Gewicht haben wir 3,15 Kilo. Und ja, Lautstärke haben wir relativ angenehm, weil es eben ein Bürstenmotor ist, soweit ich weiß. 94 dB. Vibrationen, wie schon gesagt, habe ich gemessen. Ja, teilweise geht es auf 12. Aber ja, wie schon gesagt, weil der Griff eben ungummiert ist. Da messe ich da, ihr seht am Griff direkt über 140, 150 Meter. Das ist viel zu viel. Die Vibrationen sind einfach zu hoch. Ich meine Meter pro Sekunde Quadrat. Und ja, da vorne ist es noch okay, weil eben gummiert, aber natürlich auch nicht optimal. Vibrationen sind doch nicht zu unterschätzen. So, Vibration im Handgelenk, wie ihr sehen könnt, sind wir bei 12,7 Meter pro Sekunde. Und ja, das ist, wie ihr sehen könnt, relativ mittig. Von oben bis unten ist es sehr mittig, weil 26 oder 2,6 ist Minimum und 25,5 Maximum. Also sehr, sehr mittig. Ja, fühlt sich halt auch so an. Ist halt okay, ist halt nichts Besonderes, auch nichts Schlechtes. Lautstärke ist definitiv ein Vorteil, wie ihr sehen könnt, bei ungefähr 94 dB ist er relativ weit unten. Ich finde es sehr wichtig, dass die Lautstärke niedrig ist, das ist top. Gewicht in Gramm ist relativ hoch, fast 3,2 Kilo. Das ist ein großer Nachteil, finde ich. Ich liebe leichtes Werkzeug und da sind halt ganz andere Werkzeuge oben, wie ihr sehen könnt. Aber wer mit dem leben kann und das Gewicht dann auch tragen kann. Mein 3 Kilo ohne Akku ist auch nicht so wenig. Der 5er wiegt auch nochmal 700 Gramm. Ist man fast bei 4 Kilo. Muss man halt dann mit dem arbeiten. Ja. Dann schauen wir uns gleich den Preis an. Bevor wir uns den anschauen, schauen wir uns nochmal kurz die Leistung an. Ihr seht, die 186 ist relativ weit oben. Das ist sehr überraschend, weil der schlägt sich ganz gut, muss ich sagen. Finde ich wirklich super. Weil der ist anscheinend schneller als die 187, aber ich weiß nicht wieso, bei 12x100, da ist die 187 viel schneller. Wie das zustande kommt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich verwende immer die gleichen Sägeblätter. Das kann ich nicht sagen, wie das zustande kommt. Wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass sie relativ, also bei der niedrigen Belastung von 12x100 im Vergleich zu 24x100, dass die Makita 187 die Drehzahl halt höher ist, die Hubzahl, und somit eben eine höhere Geschwindigkeit hat. Wenn dann etwas mehr Last dazu kommt, geht sie dann ein bisschen ein, muss man sagen. Also wirklich die 186, muss ich sagen, schlägt sich da relativ gut, gefällt mir wirklich gut. Ist eine sehr gute Säbelsäge. Vor allem, wenn wir uns den Preis anschauen, ist hier relativ weit unten die 186, und das finde ich dann wirklich super, dass man da wirklich eine Säbelsäge hat, die 120 Euro kostet und so eine schöne Leistung hat. Ich finde das wirklich super. Ist halt eine sehr gute Säbelsäge von Makita, finde ich. Die Leistung ist sehr schön, vor allem für den Preis, und die Verarbeitung passt. Die Vibrationen sind auch im Normalbereich, die Lautstärke ist angenehm leise im Vergleich zu den anderen. Und ja, ich finde das eine sehr gelungene Säbelsäge von Makita im Gesamtpaket super.
Alle Säbelsäge sind unten verlinkt. Wenn du das über Amazon bestellen würdest, würdest du den Kanal unterstützen. Vielen Dank für den, der es macht. Vielen Dank für den, der schaut. Abo da lässt, Kommentar da lässt. Danke und